Okay, dann gehe ich mal zur Arbeit. Perfekt. Ich arbeite einfach als Krankenschwester. Ja, mach das. Ich arbeite als Lehrer. Ich bin auch nicht daheim. Wir sind beide arbeitstüchtig. Nee, ich arbeite auch im Krankenhaus, weißt du? Ich tue mich da jetzt auch einschreiben lassen. Wir arbeiten da, da haben wir uns kennengelernt im Krankenhaus. So war das. Ich lasse mich jetzt hier einschreiben. So, ich arbeite hier. So, ich hoffe, da kommt irgendjemand und hat ja ein Problem, dann kann ich dem weiterhelfen. Die hat mein Pferd angepackt. Wer? Crazy zum Mädel. Jetzt komme ich. Nanni, bleib stehen. Sind hier keine Ärztin? Also, sie sind schon Ärztin, aber lass sie bitte das Pferd in Ruhe. Ich glaube, mein Pferd ist krank. Ja, ich muss mal schauen. Schauen Sie genauer. Ja, ich schau in das Pferd rein. Es hat nichts. Ja, wirklich? Ich habe gerade irgendwie im Hinterteil vom Pferd drin gesteckt, aber es ist alles prima mit dem Pferd. Mein armes Pferd hat nichts. Sie müssen sich mal röntgen lassen. Also, mein Pferd hängt an der Wand. Kommen Sie mit. Nehmen Sie den Manfred mit und röntgen Sie sich. Ja, alles gut. Manfred wartet hier auf Sie. Also ist das hier so wie bei der Sonnenbank? Nein, das ist eine Röntgenmaschine. Da sieht man, was gebrochen ist. Also man sieht hier auf jeden Fall, die Hüfte ist komplett im Eimer. Die Wirbelsäule auch. Der Arm auch. Also Sie sind wahrscheinlich 20 Mal vom Pferd runtergefallen. Und ja, sieht nicht gut aus für Sie. Oh, werde ich jetzt sterben? Nee, das muss eine Not-OP sein. Und ja, und wenn ich genau hinschaue, dann erwarten Sie ein drittes Kind. Das ist eine Not-OP. Kommen Sie mit. Hier, was? Legen Sie sich hin. Ja, ruhig hin. Okay, jetzt. Uiuiuiuiui. Jetzt wird's hier aber ganz toll. Okay. So, ab. Wir operieren Sie jetzt. Also gut. Hier erstmal schön abhorchen wieder. Legen Sie bitte die Axt aus der Hand. Das ist ganz wichtig. So, perfekt. Ich muss erstmal irgendwie Ihren Bauch aufmachen, weil wir haben ja eine Bauchkrankheit. Deswegen muss ich hier erstmal mit dem Bauch aufgemacht. Oh, oh. Wir haben leider kein anderes Werkzeug. Das muss leider so sein. Gustav spielt draußen mit dem Fußball weiter, nicht hier drin. Was? Spawnen Sie hier eine Leiter? Wir sind mitten in der Operation. Ihnen geht's nicht gut. Jetzt muss ich hier ein bisschen reparieren. So. Das eine Kabel muss mit dem anderen zusammengefügt werden. Das ist nicht schlimm, wenn es ein bisschen blutet. Normal bei einer Magenoperation. In Ihrem Fall ist das nochmal ganz schlimm. Warte, ich muss doch den einen Dings richtig reinhämmern hier. Das ist hier, da ist eher so eine Schraube ist da locker, deswegen muss das reingehämmert werden. So, perfekt. Ja, jetzt müssen wir das Ganze irgendwie noch zukriegen, fällt mir gerade auf. Was nehme ich denn da am besten? Haben wir hier Panzertape? Kannst du irgendwas erkennen? Ja, also ihr Kind hat leider nicht überlebt. Das ist egal. Ist egal, aber Hauptsache, ihrem Magen geht's prima. Ich muss nur gerade schauen, wie wir den am besten ihren Magen zukriegen, weil sonst immer ein Problem. Ach, ich hämmer den einfach zu. Wir tun einfach ein paar Nägel reinhauen und dann passt das. So, immer schön draufhämmern. So, was ist denn heute so auf TikTok los? Ja, schau erstmal, was da auf TikTok los ist. Lenken Sie sich einfach schön ab. Ach, ein neues YouTube-Video. Ja, so 1A. Ich bin leider im Krankenhaus. Ja, und ich bin der Facharzt, also ich muss nur mal sagen. Ja. Die sind jetzt, glaube ich, wieder geheilt. Eigentlich müssten alles jetzt perfekt sein. Sie müssen dann nur noch mal ins Krankenhaus, wenn die Fäden gezogen werden. Aber sonst geht es ihnen jetzt prima. Und alles gut. Ja. Wenn es so ist, dann würde ich gerne wieder weiter reiten gehen. Ja, das würde ich Ihnen abraten, weil haben wir ja gesehen, da ist dann vieles gebrochen und ja, nicht gut. Am besten nehme ich das Pferd und dann reite ich am besten auf dem Pferd. Warum auch ich nicht da drauf reiten kann? Komm mit, Gustav. Manfred, komm, meine ich, Sophie. Kuh weiß ja. Aber ich weiß nicht, ob die so gut war, die OP. Nicht so praktisch laufen. Ich hätte doch lieber... Ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, das falsche Kabel zusammen operiert. Also irgendwas habe ich da falsch gemacht. Ja, aber... ich glaube, wir sollten nochmal operieren. Ja? Kommen Sie, wir müssen nochmal neu aufmachen. Ich habe da irgendwas falsch zusammen gemacht. Irgendwas, ich glaube, ich Plus- und Minuspol zusammengeschlossen und dann gab es da einen Defekt und irgendwas war da. Also neu öffnen. 1A, so machen Sie das prima. So, ich muss kurz nachschauen. Ja, hier haben wir schon das Problem. Da sind zwei Minuspole aneinander geschlossen. Das ist nicht gut. Ja, das ist dann auch verantwortlich dafür, dass die Haut sich färbt. Eindeutig. Ja. Da muss ich jetzt operieren ein bisschen noch. Warte, ich muss kurz da ein bisschen was rumschrauben. So, schauen wir mal hier ein bisschen kurz. Cooler Kinofilm. Das ist kein Kinofilm. Das ist leider Realität. Aber ja, ich muss da ein bisschen was rumschrauben. Perfekt. Schauen Sie am besten weiter auf Ihrem Handy. Da ist alles prima. Da ist alles gut. TikTok lenkt schön ab. So, und jetzt hämmern wir mal hier ein bisschen noch drauf. Ha? Ja, hier voll drauf. Bleiben Sie hier. Ey, warte. Warten Sie! Schnell, AMG rausholen! Tschüss! Nein! Nein! Ey, die Operation ist vielleicht noch nicht zu Ende. Ich habe das Loch noch nicht in Ihrem Bauch zugemacht. Wir werden verbluten. Ja, wollen Sie schon... Ey, da hätten wir uns die Operation ja gleich sparen können, wenn Sie schon ins Grab wollen. Ja, gut. Ah, doch.
Sophie ist tot, Leute. Die ist von uns gegangen. Aber was haben wir dran ändern, Leute? Sophie ist jetzt einfach nicht mehr bei uns. Hätten wir die Operation sparen können. Hätten wir lieber einen Kinoausflug machen können. Ein paar Sekunden später. Ah, sie lebt doch noch. Sie kommt als Mumie wieder raus. Als ob du noch lebst. Ich weiß aber nicht, ne? Also meine Haut, Jochen, fühlt mich so ein bisschen wie so ein Zombie. Ach, du Heilige. Ja, das kommt davon. Sie hätten die Operation zu Ende bringen müssen. Jetzt laufen sie sich einfach als Zombie durch die Gegend. Das ist nicht gut. Warum nicht? Ja, weil sie die ganzen Leute hier alle anstecken. Jetzt werden die alle auch noch zu Zombies. Gehen wir zur Polizei. Nee, nee, nee. Machen sie das nicht. Nicht gut. Ach, ich bin fast überfahren. Ey, pass auf. Hier ist links vor rechts. Speed Limit 35. Sie wollen doch etwa keine Polizistin jetzt werden. Ich werde euch alle Gehörne fressen. Nein, mach das nicht. Ah, oh, komm her. Nein, Hilfe. Ich bin, glaube ich, schneller als du. Hilfe. So viel wie mein Gehirn. Eigentlich kannst du das haben. Da ist eh nicht viel drin. Hier, nimm. Ich glaube, danach bist du noch dümmer als davor. Deswegen hier, nimm. Nee, auch nicht. Nee, nein. Hast du einen epileptischen Anfall? Ein Zombie, der irgendwie einen Anfall hat. Ja, hier. Wenn ich jetzt so richtig überlege, dass du davor meine Frau warst. Ganz geil. Was ist denn jetzt passiert? Ich bin jetzt ein Einhorn. Alles klar. Ja. Ich habe ein Einhorn gefunden. Ja, und am Ende ist man so ein Eisbär. Jo. Ein Eisbär? Ja, hier, bin ein Eisbär. Alles klar. Ja. Perfekt. Hallo. Geht zu Küche hinein. Das bist du im Hinterteil vom Pferd. Wir machen aus Eisbär machen wir einen Braunbär. Komm, ab mit dir in den Hintern vom Pferd. Ich habe ein eigenes Pferd. Du bist ein Eisbär und hast ein eigenes Pferd. Ja, ich bin ein böses Bärchen. Ich wusste schon immer. Weißt du, was mir gerade so einfällt? Hm? Ich muss unsere Kinder noch vom Kindergarten. Ich habe das noch nicht getan. Wer ist als erstes dort? Safe ich. Nicht so schnell. Doch, nimm die Abkürzung. Achso. hab mir in der Hand. Hab Paul. Oh, mir geil, was? Ja, guck, Paul ist auch komplett neben der Spur gewesen. Ich sag ja, was war das heute wieder für ein aufregender Tag? Müsst erst mal schlafen. Ab ins Bett. Boing, 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 boing. So. Nein, ich will nicht das andere Haus. Alles klar. Perfekt. Ab ins Bett mit euch beiden. Ja, beide chillen schon im Bett. Ah ja, perfekt. So, Fernseher aus. Manfred ist jetzt auch dort. Perfekt. Und ich schlafe jetzt neben dir im Bett. Auch wenn du eine Axt in der Hand hast. Also gut, ich muss jetzt auch langsam die Folge beenden, weil sonst wird die Folge zu lang. Wenn es euch auf jeden Fall gefallen hat, Leute, dann lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Gerne abonnieren, Glocke aktivieren. Ihr wisst Bescheid. Schaut gerne bei Sophie vorbei. Ja, du bist verlinkt. Und ja, ich habe ein Pferd im Bett. Das ist auf jeden Fall das Geilste. Leute, schreibt auch gerne mal in die Kommentare, was wir sonst noch mit der Familie machen sollen. Ob wir irgendwie mal so einen Ausflug machen sollen oder so irgendwo hin. Das wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Schreibt mir in die Kommentare, was wir so noch machen sollen. Ja, und wenn ich gesagt, Leute, haut rein. Ciao. Ja, das war die beste Abmoderation, die ich hier gebracht habe.